Sie haben den Entschluss gefasst, sich den Streitkräften unserer Bundesrepublik anzuschließen, sich für den Frieden und die Freiheit Deutschlands einzusetzen. Dieser Schritt erfordert Mut und Stärke, gerade in der heutigen Zeit. Rekrutinnen und Rekruten des Aufklärungslehrbataillons, sie sorgen für ein klares und umfassendes Lagebild. Davon hängt maßgeblich der Erfolg eines militärischen Auftrages ab. Wie wichtig Aufklärung und Artillerie im Verbund ist, zeigt sich aktuell im Kampfgeschehen in der Ukraine. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist ein Angriff auf die Ordnung des friedlichen Zusammenlebens in Europa. Aber die Ukrainer halten in beeindruckender Weise tapfer dagegen und verteidigen ihr Land. Die Europäer unterstützen sie dabei mit Logistik, Ausrüstung und Ausbildung, auch hier in Munster. Die NATO rückt enger zusammen und wird stärker durch die Aufnahme Finnlands und bald auch Schwedens. Russland greift die Souveränität eines Landes und das Recht auf Selbstbestimmung und den Schutz der internationalen Ordnung und damit Völkerrecht an. Die Stärke des Rechts darf dem Recht des vermeintlich Stärkeren nicht weichen. Deswegen stellt dieser Angriffskrieg auch eine direkte Herausforderung für unsere eigene Sicherheit und die internationale Stabilität dar. Als Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind Sie diejenigen, die unsere Werte und Prinzipien verteidigen. Sie stehen in vorderster Linie, um die Freiheit und Demokratie zu schützen, für die wir in Deutschland stehen. Und Sie haben alle Unterstützung der Politik und der gesamten Gesellschaft verdient. Gelöstesaufstellung zum feierlichen Gelöstnis. Tschüss! Achtung, Präsident! Tschüss! Für den Kumpfaden Augen! Tschüss! Freiwillige Wehrdienstleistende, sprechen Sie mir nach. Ich gelobe. Ich gelobe! Soldatinnen und Soldaten auf Zeit, sprechen Sie mir nach. Ich schwöre. Ich schwöre! Rekrutinnen und Rekruten, sprechen Sie mir alle nach. Der Bundesrepublik Deutschland. Der Bundesrepublik Deutschland! Treu zu dienen. Treu zu dienen! Und das Recht. Und das Recht! Und die Freiheit des deutschen Volkes. Und die Freiheit des deutschen Volkes. Tapfer zu verteidigen. Tapfer zu verteidigen! So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe! Auf gerade! Auf! Nationalhymne! Die Waffensysteme der Artillerie, die Panzerhaubitze 2000 und der Raketenwerfer Mars haben sich in Deutschland, aber jetzt auch seit einem Jahr in der Ukraine bewährt. Unser größtes Problem ist, dass diese Waffensysteme schon etwas in die Jahre gekommen sind. Das heißt, wir brauchen dringend Ersatzteile, aber auch insgesamt mehr Waffensysteme, um Vollausstattung zu erreichen. Daher bitte ich Sie, das Thema Vollausstattung, materielle Vollausstattung der Bundeswehr und auch das Thema Munition an Ihre Abgeordneten aus den Wahlkreisen heranzutragen. Ich vertraue dabei auf Sie. Gemeinsam schaffen wir das.